Ja, es gibt ja nie allzu viele Tipps im Internet, was man so nach dem Kieferbruch sich zu essen machen kann und was man reinbekommt. Also habe ich mir gedacht, ich mache mal ein paar Vorschläge im Video, was ich jetzt so gegessen habe die letzten Tage. Mittlerweile kann ich ja schon wieder halbwegs feste Nahrung zu mir nehmen, wenn ich auch unter Schmerzen teilweise noch ist. Aber na gut, das ist ein anderes Thema. Jedenfalls habe ich mir jetzt früh immer wieder meine Puddingsuppe gemacht. Die habe ich früh das letzte Mal gekocht, als ich bei der Armee war. Da musste ich ab und zu Küchenvertretung machen. Und wir hatten einen großen Sack hier, was weiß ich, 20, 30, 50 Liter Puddingpulver war da drin. Da konntest du immer schön mal einen Eimer Milch in den Topf gießen und so schwapp Pudding rüber. Da hattest du eben nur eine schöne Puddingsuppe. Waren die Leute immer begeistert, wenn es hier was noch zusätzlich zum normalen Frühstück gab. So kann man sich viele Freunde machen. Ja, also meistens eine Puddingsuppe oder auch eine Fleischbrühe habe ich früh gegessen. Und einen Joghurt hinterher gegessen. Und genauso zu Mittag habe ich mir teilweise so fertige Suppen in der Dose oder auch Tütensuppen gemacht. Und das hat dann meistens nochmal zum Abendbrot bzw. am nächsten Tag auch noch gereicht. Und als ich den Mund dann wieder weiter aufmachen konnte, habe ich mir dann auch verschiedene Kartoffelmus und verschiedenes Gemüse gemacht. Die Tütensuppen und die Fertigsuppen, die man so kaufen kann, kann man ja alle mit dem Pürierer nochmal schön klein machen. Und da sind die eigentlich auch ganz, ganz lecker und essbar. Eventuell noch ein bisschen nachwürzen und gut ist. Ich hatte mir zwischendurch mal überlegt, so Babynahrung zu probieren, aber hatte dann auch irgendwo gelesen, dass das überhaupt nicht schmeckt, weil die ja total ungewürzt sind und du das nicht so richtig gewürzt kriegst, dass das dann halbwegs gut schmeckt. Also ich habe es dann gar nicht erst probiert, weil ich bin dann meistens am Babyregal, das habe ich eigentlich gar nicht gesucht, so direkt. Zufällig vorbeigelaufen bin ich nicht, ich hätte mal gucken können, was es hier gibt. Ja. Hackfleisch-Käsesuppe habe ich eigentlich schon immer gerne gegessen. Bloß mir selber noch nie gemacht. Mit Hackfleisch, Käse, Porree und eventuell noch anderes Gemüse mit rein. Kann man dann auch schön durch den Pürierer geben und dann kriegt man die ohne Beißen auch rein. Und durch Hackfleisch hast du eben doch ein bisschen Substanz, dass ein paar Kalorien reinkommen. Ja, inzwischen kann ich ja wieder halbwegs essen. Da habe ich jetzt zum Frühstück auch mal Toastbrot gegessen. Entweder nur mit Honig und Butter, teilweise auch schon angetoastet, also meistens bleibt das, ist das immer noch so weich. Ja, und auch eine Banane oder sowas geht jetzt eigentlich schon ganz gut. Und wie gesagt, ich habe meistens auch kräftig zugelangt im Pudding und rote Grütze und so im. Aber das Fertige habe ich mir jetzt nie, also außer Pudding habe ich mir eigentlich sowas jetzt nie selber gekocht gehabt. Und ja, das war es eigentlich ganz kurz. Ja, also aufgrund des Kiefernbruchs konnte ich ja nun nicht richtig essen und durfte nur Flüssignahrung zu mir nehmen. Da habe ich mir zum Frühstück jetzt immer heiße Fleischbrühe aus Brühwürfeln gemacht.
Dazu gab es ein Ei. Da kam im Prinzip erst eine kellerheiße Brühe rein, wurde richtig verquirlt und dann kam der Rest Brühe drauf. Und da löst sich das Ei komplett auf und bildet keine Flocken. Dazu habe ich zum Frühstück meistens einen Joghurt gegessen. Nochmal zum Thema Supermarkt, diesen Linseneintopf, der sieht auch interessant aus. Und ich habe mir diverse Kompott-Pfirsiche und anderes Zeug geholt, was sich auch klein häckseln lässt eventuell. Kartoffelmus habe ich mir einmal gemacht, jetzt vorgestern. Dazu habe ich Möhren gekocht und die konnte man auch, wenn man die lange genug kocht, schön zerstampfen. Und ja, erstmal so ganz kurz.